Thorsten, am Schluss ein 1-1, das resultiert mit einem Spiel, das zwei Halbzeiten hatte, das sich fast nicht gleichen. Noch selten so zwei unterschiedliche Halbzeiten hatte. Ist es ähnlich gewesen? Ja, auf alle Fälle. Wir haben in der Halbzeit, waren wir uns alle der gleichen Meinung, dass die erste Halbzeit einfach viel zu wenig von uns war. Wir haben das klar angesprochen, was wir schlecht gemacht haben, und haben uns vorgenommen, dass wir das Spiel zweite Halbzeit drehen. Es ist uns leider nicht ganz gelungen, aber die Leistungssteigerung war, glaube ich, zum Sehen. Es war wichtig für uns, aber am Ende des Tages stehen wir mit einem Punkt da, und das ist für unsere Ansprüche zu wenig. Die Startviertelstunde, die zweite Halbzeit, hast du so etwas schon mal erlebt? GC ist dann, glaube ich, nur für ein paar Sekunden jeweils in unserer Platzhälfte gewesen. Es ist einfach Durchdruck vom BSC bis zum Ausgleichstreffer. Das ist unglaublich gewesen. Ja, stimmt. Also da waren wir wirklich sehr, sehr präsent, aber da haben wir unsere Tugenden auch auf den Platz gebracht. Wir waren aggressiv, wir haben gutes Gegenpressing gemacht und haben viele, viele Flanken in die Box geschlagen. Also das, was uns stark macht, das hätten wir einfach schon viel früher machen müssen. Aber ja, das Tor war dann eigentlich zum guten Zeitpunkt. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir jetzt das Spiel auf die richtige Schiene gelegt haben, aber leider sind wir dann bis zum Schluss noch angerannt, und das Siegestor ist uns leider nicht gelungen. Aber was machst du fest, dass es am Schluss eben gleich nicht gelangt, für noch den zweiten nachher zu legen? Ja, es ist natürlich schon kräfteintensiv auch gewesen. Wir haben jetzt im Herbst schon sehr viele Spiele gehabt, und da musst du so viel investieren, dass du das Spiel drehst, vielleicht sogar noch ganz. Und am Schluss haben vielleicht einfach dann die Kräfte ein bisschen nachgelassen. Wir haben dann auch noch Glück gehabt mit dem Stangenschuss gegen uns. Also das hätte dann wieder kippen können. Aber ja, am Ende vom Tag stehen wir jetzt einfach mit einem Punkt da. Das ist für unsere Ansprüche zu wenig. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir in der letzten Runde gegen Luzern noch drei Punkte holen. In der Pause war das auch so ein bisschen, man wusste, das ist die letzte Halbzeit, die wir im eigenen Stadion spielt, in diesem Jahr noch einmal alles mobilisieren. Also dort so das ultimative Letzte. Hat das auch noch ein bisschen Kraft freigesetzt, dass man wie weiss, jetzt noch einmal überwinden, ein letztes Mal, und das könnte dann erlangen. Ja, auf alle Fälle. Wir haben gewusst, dass das jetzt unser letztes Heimspiel ist. Haben vor dem Spiel gesagt, wir wollen unbedingt mit einem Heimsieg das Jahr beenden. Wir haben, glaube ich, von 8 Spielen 7 zu Hause gewonnen. Wir wollten die Serie unbedingt auf den 8. Heimsieg ausbauen. Das ist uns leider nicht gelungen. Die Fans hätten es verdient. Die waren heute bei katastrophalem Wetter wieder sehr gut besucht im Stadion. Und ja, es tut uns leid, dass wir nicht den Sieg gemacht haben. Die Unterstützung von den Fans war wieder fantastisch. Jetzt hat man noch das Spiel nächste Woche, wo man muss noch Punkte holen, damit man unter dem Tannenbaum noch den ersten Platz kann feiern kann. Was braucht es für den Auswärtstreuer in Luzern zu holen? Ja, in Luzern ist immer schwer zum Spielen, aber ich glaube, wenn wir so spielen wie zweite Halbzeit, dann kann der Sieger nur IB heißen. Also da, wenn wir unsere Tugend auf den Platz bringen, dann werden wir das Spiel hoffentlich gewinnen. Also noch das letzte Mal gute Erholung und alles Gute nächsten Sonntag. Danke.